Seid gegrüßt und seid willkommen, Weltraumreisende und Eroberer sowie Entdecker neuer Sterne, Planeten und Weiten der Galaxien. Mit dem neuen Limited Xbox Starfield Controller und dem Headset soll es passend zum kommenden Release von Starfield umso besser klappen. Hier im Unboxing gehe ich ein wenig genauer ins Detail und nenne euch einige negative Punkte, die ich für solch eine Limited-Version etwas mehr erwartet hätte. Zusätzlich gehe ich später im Video genauer auf die kommenden Verlosungswoche auf dem gemeinsamen Falkenstein Gaming und Technik Community Discord ein. Dank Games Planet, unseren Shop-Partner, der uns stetig unterstützt, habt ihr die Gewinnchance, durch Teilnahme als Abonnenten meines Kanals und Mitglied des Discord-Server auf den Limited Starfield Controller sowie auf das Asus TUF Gaming Headset und weitere Spiele. Kommen wir nun zuerst zum Xbox Wireless Controller Starfield Limited Edition. Die Box wurde thematisch an Starfield angepasst und der Controller kann sich durchaus sehen lassen. Schönes Astronautenweiß untersetzt mit verschiedenen Farbakzenten, wobei Rot hier den Hauptanteil hat. Mich hat bei dem Preis leider ein wenig gewundert, dass kein ordentlicher Akku verbaut ist, wieder nur wie bei den Standard-Controllern der neueren Generation Batterien beigelegt sind und die guten Neuerungen eines Elite Series 2 vermisst werden. Diejenigen, die einen Elite-Controller schon ihr eigen nennen und nicht unbedingt auf das Design angewiesen sind und keine Sammler sind, sollten sich den Kauf zweimal überlegen, da ich selbst vor allem die einstellbaren Trigger vermisse. Wie bei den neueren Originalgenerationen haben diese einen langen Weg beim Herunterdrücken. Für weitere Informationen zum Elite-Controller empfehle ich oben rechts in der Infokarte mein damaliges Video anzuschauen. Besonders gefällt mir am Limited Controller das Steuerkreuz aus Metall. Es fühlt sich hochwertig an und lässt sich gut bedienen. Die Griffe sind wie gewohnt ergonomisch und dank der neueren Generation auch mit einem guten Grip, Struktur und selbst hitzige Spielmomente bleiben somit fest im Griff. Die Buttons, Sticks sowie Trigger haben ebenso eine Struktur, um auch dort im Spielmomenten die volle Kontrolle zu halten und nicht abzurutschen. Die Rückseite ist in Rot gehalten, ebenso das Logo und Design von Starfield wird dezent und schön eingefangen. Insgesamt bin ich persönlich sehr zufrieden mit dem Limited Controller und kann diesen jeden Sammler oder Starfield-Fan wärmstens empfehlen. Bis auf die genannten kleineren Schwächen haben mich leider ein wenig die durchsichtigen Trigger beim Anschließen enttäuscht. Wenn die schon durchsichtig gehalten werden aufgrund Designentscheidungen, wieso ist dann dort keine LED-Beleuchtung verbaut, um dem Gesamten noch mehr Starfield-Feeling zu geben? Hier wurde ein cooles LED-Feature versäumt. Gamer, die schon einen Elite-Controller besitzen, empfehle ich nur aufgrund des einzigartigen und schönen Designs zuzugreifen. Und wie sieht es mit dem Xbox Wireless Headset Starfield Limited Edition aus? Nun, ich bin so begeistert von diesem Headset, dass ich es selbst behalten werde und stattdessen in der Verlosungswoche auf dem Discord Falkenstein Gaming und Technik das Asus TUF Gaming Headset verlose, welches mir damals von Asus bereitgestellt worden war. Oben rechts in der Infokarte gelangt ihr zum entsprechenden Video. Auch das Starfield Headset ist in einer dafür designten Box verpackt und hebt sich ausgepackt durchaus edel vielen anderen Gaming Headsets hervor. Mich selbst als Brillenträger hat besonders die sehr gute Passform gefallen und dass das Scharnier keinen Druck ausübt. Auch gefallen mir die normalen großen Ohrmuscheln, da ich ungerne Gaming Headsets mit großen Ohrmuscheln nutze. Die Seiten sind individuell einstellbar, sodass kleine Köpfe, mittlere oder große keine Probleme haben sollten, um ein passendes sowie angenehmes Tragegefühl einstellen zu können. Ebenso hatte mich besonders die Klangqualität und die Möglichkeit der Lautstärkeanpassung direkt am Headset mit Drehen der Seiten gefallen. Auch lässt sich auf der anderen Seite die Mikrofonabstimmung etwas spielerisch einstellen. So ist bei Balance eine normale Stimme gegeben und auf Cockpit eingestellt ist es ein wenig so, als würde man im Raumschiff oder Flugzeug sitzen und über Funk kommunizieren. Das Headset lässt sich problemlos via Bluetooth verbinden, aber auch mit Hilfe eines Wireless Sticks von Microsoft. Mir fiel auf, dass die Verbindung über den Wireless Stick eindeutig stabiler ist, wohingegen beim Bluetooth schon die eine oder andere kleinere Interferenz zu hören war. Negativ empfinde ich das Mikrofon für diejenigen, die gerne das Mikrofon gerne ab und an wegklappen wollen oder sogar abnehmen möchten. Das Mikrofon ist leicht beweglich und kann über einen angebrachten Knopf aktiviert sowie gemutet werden.
Das Headset hat einen verbauten, wiederaufladbaren Akku und lässt sich mit Hilfe USB-C aufladen. Auch hier besticht das Starfield-Design klar hervor und die goldenen sowie roten Akzente rahmen das Raumschiff weiß ein. Nun folgend hört ihr eine Testaufnahme mit dem Mikrofon vom Headset selbst. Weitere Vergleichsaufnahmen mit anderen Headsets könnt ihr aus der Infokarte der anderen Unboxings entnehmen. Zusätzlich begeisterte mich beim Headset der Sound vom Einschalten und dem Ausschalten. Folgend nun aufgenommen. Dies ist nun ein Test mit dem Gaming-Mikrofon der Starfield Limited Edition von Xbox. So hört sich derzeit das Mikrofon an, wenn ich das auf der normalen Einstellung eingestellt habe. Ich habe nun das Mikrofon gedreht, beziehungsweise die Einstellung am Rad. Nun diese Testaufnahme beenden. Wie hat euch das Unboxing gefallen und könnt ihr es kaum erwarten, in Starfield die ersten Entdeckungen zu machen und neue Geschichten zu erleben? Mir persönlich gefallen insgesamt die Limited Editions sehr und lassen meinen Hype Train anfahren. Damit auch ihr euren Hype Train neu befeuern könnt, kommen wir nun kurz zum Gewinnspiel auf unserem Community Discord Falkenstein Gaming und Technik. Ein Discord für alle, wo ich als Content Creator nur eine kleine Ecke habe, andere Content Creator ihre eigene Ecke erhalten können und unter dem Banner von Falkenstein mehrere Gilden, Teams und ein Miteinander ermöglicht wird. Spielübergreifend könnt ihr somit eure Gilden oder Teams, Content Creator jederzeit wiederfinden, wechseln und auf einen klar strukturierten Server und weitere besondere Vorteile genießen. Discord oder Community Hopping für andere Gilden bzw. Spiele bleibt somit endlich Geschichte. Um bei der großen neuen Verlosungswoche, die dankend unterstützt wird von unserem Shop-Partner GamesPlanet, mitmachen zu können, müsst ihr lediglich den Kanal abonnieren und auf den Discord-Server euch einleben und gleichgesinnte Abenteurer treffen. Ob euch mein Kanal überhaupt zusagt, könnt ihr dem unten in der Videobeschreibung verlinkten Kanal-Trailer entnehmen. Empfohlene Videos sind in einer Playlist ebenso ausgestellt worden. Auf dem Discord-Server habt ihr dann die Möglichkeit, euch bei der Verlosung einzutragen und entsprechend den jeweiligen Bedingungen Chancen auf einen Gewinn zu erhalten. Die gesamte Verlosungswoche bietet jede Menge Gewinne, worunter auch Vollversionen von Spiele dabei sein werden. Schaut euch also gerne um im Hause Falkensteins und werdet ein stolzer Bannerträger zusammen mit den anderen aus der Community. Ich freue mich auf eure Kommentare, Fragen und Feedback. So habe Dank, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Video, euer Jorik Aurelius.